Nur für dieses Video machen wir das jetzt mal ohne andere Teilnehmer. Ja, was nehmen wir da? Das beste Auto, was es so gibt. Würde ich sagen, diesen Wagen, nicht wahr? Ein Drift Tampa. Und bestätigen das Ganze. Yeah! Los, Leute, los geht's. Und 2, 1, yeah! Alter! Ach du Scheiße! Oh! Oh! Also das ist sehr anstrengend. Also muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt durch den Schnee sei wahrscheinlich noch beschissener. Alter, guter Drift. Ja, ich weiß nicht. Also im Schnee könnte das mal komplett vergessen. Drift fehlgeschlagen. Okay. Also wir driften jetzt schon. Wenn wir keinen Unfall bauen, wird es auch angenommen. Aber das ist ja so eine rutschige Gelegenheit hier. Wir driften. Und immer noch. Ja, es geht darum, nicht am schnellsten zu sein. Ja, in irgendeiner gewissen Weise schon. Aber oh no. Ja, ich denke mal, ohne Schnee geht es viel besser. Dann hat man mehr Stabilität. Ja, ist. Oh, halt, stopp. Alter, was ist das für ein Rückwärtsgang? Mein Gott. Es ist schwierig auf Schnee, Leute. Ja, das macht keinen Sinn. Also da sollten sie doch mindestens, zumindest hier bei diesen Rennen, den Schnee rausnehmen. Ah, komm schon. Der Wagen reagiert auch ganz anders, als dass ich das möchte. Aber richtig anders. Schwierig. Mit Schnee ist es wirklich verdammt schwierig. Ich denke mal, wenn wir an die Seiten kommen, kriegen wir Punkte abgezogen, ne? Deswegen, auch wenn ich dann stehen bleibe, möchte ich gerne. Nein! Möchte gerne, dass es nicht passiert. Nicht gegen die Lampe. Alter, das ist mega schwer mit Schnee. Ja, nein. Doch, und
Okay. Das klappt gerade ein bisschen besser. So. Ohne irgendwo mal anzustoßen. Versuchen wir es mal. Haben wir jetzt die zweite Runde. Was das betrifft. Nein! Oh, Glück gehabt. Hier haben wir noch eine Runde. Oh. Das Heck, das schlägt viel zu weit aus. Wegen dem Schnee. Also, wenn ich driften möchte, kann ich gar nicht sagen, ob ich jetzt drifte, weil ich jetzt drifte. Oder ob es wegen dem Schnee ist. Und hier kommt eine Stelle, die ist trocken. Und hier haben wir komplette Kontrolle gehabt, die jetzt schon wieder weg ist. Also, das ist mit dem Schnee wirklich beschissen. Das kann ich euch mal sagen. Hallo, 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 hallo! Verdammt! Ja, das ist wegen dem Schnee. Das alles wegen, wenn man so rutscht, ist es nur wegen dem Schnee. Und ich sage mal, in so einem Drift-Renn-Modus sind die Straßen eh schon glatter als sonst. Oh, das war auch wieder knapp. Und. Boah. Der Schnee macht es einem echt nicht einfach. Ja, das müsst ihr euch mal. Das werden wir mal mit anderen Spielern versuchen. Da bin ich ja mal gespannt, was die für ein Skill darin haben. Oder inwiefern die dann halt mir davonfahren. Aber so klappt das ja ganz gut, wie ich es mache. Ja, und davon werden wir, das ist so die Test-Sachen noch für GTA 6, weil da ist Driften, steht auch da an der Tagesordnung. Und hier werden so ein paar Modis auch schon für dort ausprobiert. Und wie das ankommt und so. Ja, sehr gut. So, das war's doch, oder? Ja, wir driften rein. Yeah. So, jetzt bin ich auch mal gespannt, was man so kriegt. Was? 58.000 Punkte waren das. Platzierungsbonus 2000. 19.620, ja, wenn man daran Spaß hat, wenn es einem gefällt, kann man das machen. Ich denke mal, beim zweiten Mal fahren wird das weniger Geld sein. Tja, die Regeln der Straße, Leute, jetzt geht's los. Und wir driften, wir driften, wir driften, wir driften, ja, Mann. Oh, ich bin aus dem Drift raus, aber es geht weiter, yeah. Okay. Was ist das? Oh, wir kommen leider nicht da dran. Oh, verdammt. Das ist gar nicht so einfach. Im Drift zu bleiben. Oh, Drift. Come on, baby, come on. Ja, schade, schade. No. Ah.
Das ist unmöglich mit dem Schnee, Leute. Es ist einfach unmöglich. Komm, 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 komm. Unmöglich. Aber egal, wir sehen's. Es ist auf jeden Fall alles machbar. Nein, Schnee. Durch den Schnee rutsche ich aus. Oh Gott. Oh. Sonst driften, Junge. Driften, nicht rutschen, driften. Okay. Wenn es unter euch einen gibt, der besonders gut driften kann im Schnee, dann möchtest du mir bitte mal in die Kommentare schreiben. Ja, jetzt bin ich auch noch stehen geblieben, aber wir sind nirgendwo angetitscht. Darum geht es hier, dass man gut driftet und nirgendwo dran stößt. Alter. Komm, 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 was machst du? Was machst du? Super Drift. Wow. Muss es lernen, den Wagen unter Kontrolle zu halten. Ja? Andersrum, genau. Los, 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 los. Ah, shit. Es sieht nicht nur schwer aus, es ist teilweise schwer, nirgendwo dran zu kommen. So, und Drift. Okay, gut. Ja, ich wollte ja mit anderen Spielern spielen, aber es kommt keiner rein. Und ich möchte keine 2 Stunden warten, bis man mal da Spieler kriegt. Wir gucken uns mal die nächste Runde an. Genau. So, meine Freunde, die nächste Driftrennenstrecke, Beach Slab. Thank you.
Wenn ihr das feiert, dass wir hier diese Driftstrecken einmal testen, dann schreibt es in die Kommentare und lasst ein Like da wie ein Abo, falls du noch nicht auf diesem Kanal warst. Wie gesagt, ich würde gerne mit anderen Spielern spielen, aber es sind momentan keine verfügbar. Zumindest haben die alle keine Lust dazu. Kann ich auch verstehen, bei dem scheiß Wetter hier mit diesem Schnee ist es alles viel schwieriger, als wenn es normales Wetter wäre. Oh, 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 denn man rutscht unheimlich. Ja, es ist ein Drift, Leute. Was ist denn los hier? Wo sind die Punkte? Ich krieg den nicht unter Kontrolle wegen dem Schnee. Driften, 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 driften. Genau so geht das. Na, jetzt hier um den Stein, komm. Oh, ich rutsche, ohne dass ich irgendwas mache. Um die Schnauze, genau. Und bleib dabei. Verdammt. Nein. Ah, ich kann den Wagen nicht unter Kontrolle bekommen, dass ich nicht dagegen stoße. Super Drift wollen wir haben. No, guter Drift, okay. Guter Drift geht auch. Aber hier werden wir es noch mal hinkriegen, oder? Yes. Ah. Und wieder Punktabzug. Mann. Komm. Jawohl. So, wir sehen uns dann zur nächsten Runde auf einer anderen Strecke. So, meine lieben Freunde. Weiter geht's mit der nächsten Driftrunde überall im Berge. Ja, komm. Komm schon. Drift sie hoch hier. Nein! Oh. Oh, Alter. Das ist so gemein mit dem Schnee. Können die das denn nicht da rauslassen? Also ganz ehrlich, das braucht ihr gar nicht zocken mit Schnee. Das hat keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Viele sagen, ja, man driftet dann besonders gut. Nein, absolute Kacke. Denn da, wo du nicht driften möchtest,
rutschst du einfach nur. Bin froh, wenn der Schnee weg ist. Aber ich werde dann keine neuen Videos machen, oder? Vielleicht eins oder zwei vom Driften nochmal, um das Gegenteil zu beweisen. Ja, da zieht euch das rein. Oh, la, la. Ne? Wenn man driften möchte und es klappt, dann macht es richtig Spaß. Das kann ich mir gut vorstellen. Oh, seht ihr, was ich meine? Ihr kommt gar nicht mehr in einer stabilen Position, dass ihr das ausnutzen könnt, um ordentlich zu driften. So gefällt mir das ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist mal was anderes, außer... Ah, guck mal. Boah, kriegst du nicht unter Kontrolle, ey. Boah. Okay, zweierlei verschiedene Strecken und ein Baum im Weg. Guter Drift, sagt er. Da ist es natürlich interessant zu wissen, ob man da gewinnt, weil man Erster ist, oder umso mehr Punkte man hat mit Driften. Das wäre jetzt interessant, aber leider kriege ich keine Spieler hier rein. Weil die sagen sich, oh, bist du denn verrückt? Da ist überall Schnee, da drifte ich nicht. Ne? Hallo, 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 hallo. Ein Mann, ein Auto. Außer Kontrolle. Ah. So. Unser Multiplikator schlägt wieder aus. Oh, die Waldfee, sag ich nur. Und rum. Jawohl. Und rum. Nicht dagegen, komm. Rum die Schnauze. Genau so muss es gehen. Genau so driftet man. Genau. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Ja. Super Drift, yes. Gib Gas, gib Gas. Scheiße. Sorry für den Ausdruck, Leute. Yes.